Ja, auch von meiner Seite nochmal guten Morgen, gerade noch so, gleich ist Mittag, ne? Schön, dass ihr da seid. Wir haben eine coole Reihe am Laufen, da geht es um Einfluss. Wie können wir Einfluss haben? Nicht nur in den eigenen vier Wänden, als Privatleute, als Gemeinde, sondern drüber hinaus. Und das ist das, was Jesus von uns möchte. Er möchte, dass wir Salz und Licht sind, dass wir prägen, dass wir Einfluss gewinnen. Und das haben wir jetzt in vier Teilen uns vorgenommen. Letzten Sonntag gab es schon eine ganz coole Einführung zum Thema, was ist überhaupt Einfluss nehmen, wie funktioniert es? Und heute geht es dann jetzt in die konkreten Dinge rein. Familie ist heute unser Thema, nächsten Sonntag dann Gemeinde. Und beim letzten Teil geht es dann um unser Arbeitsumfeld. Und Arbeitsumfeld, das gibt es auch für Studenten und Schüler und Rentner und so. Also. Aber heute, wie gesagt, ist unser Thema Familie. Und da möchte ich gleich sagen, hey, natürlich, wir sind alle in ganz unterschiedlichen Familienkonstellationen drin. Die allerwenigsten Menschen haben gar keine Familie. Es gibt es auch mal, aber meistens sind wir in irgendwelchen familiären Bezügen drin. Vielleicht jetzt nicht gerade so in der typischen Familienphase, wo du so ein paar kleine Kinder hast. Manche haben schon Enkel, manche warten noch drauf, eine Familie zu starten. Dann ist das Thema heute vielleicht auch sehr interessant, sich da mal ein bisschen drauf einzustellen. Viele von uns haben Eltern, mit denen sie noch zu tun haben, oder Geschwister oder Cousins und Cousinen und was auch immer. Die meisten von uns sind irgendwie eingebettet in Familien. Das ist ein wichtiges Thema und Gott wollte ja auch, dass wir in Familie leben, dass wir Familie ernst nehmen. Das ist so die Grundeinheit des menschlichen Zusammenlebens. Und es gibt in der Bibel einen sehr klaren Auftrag, eine klare Herausforderung, wie unser Familienleben geprägt sein soll. Wir können es nachlesen im 5. Buch Mose, Kapitel 6. Da gibt Gott ein Gebot weiter durch Mose, das heißt, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit all eurer Kraft. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Bibelstelle, die kommt nicht nur an der Stelle vor, im 5. Mose, sondern wird immer wieder aufgegriffen und zitiert. Jesus hat diese Stelle mehrfach in unser Bewusstsein gehoben. Da kamen Leute zu ihm, die haben ihn gefragt, hey Jesus, was ist eigentlich das wichtigste Gebot, was es gibt, die wichtigste Grundlage für unser Leben, was müssen wir zuallererst beachten, wenn unser Leben was werden soll? Und dann hat Jesus auf diese Stelle verwiesen, hat gesagt, hey, es gibt das Allerwichtigste, die höchste Priorität in unserem Leben ist, Gott zu lieben. So wie es hier steht, mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller Kraft. Und dann hat er gesagt, dann gibt es noch ein zweites Gebot, das stelle ich daneben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und damit haben wir es. Das ist das ganze Gesetz und die Propheten. Wenn ihr das beachtet, dann sieht euer Leben so aus, wie Gott es haben möchte. Und hier wird jetzt einiges dazu gesagt, wie wir dieses Gebot, diese Regel, dieses Fundament in unserem Leben befestigen können, wie es um sich greifen kann, wie es Gewicht bekommen kann. Da steht als erstes, bewahrt die Worte im Herzen, ich dir heute sagen. Das heißt, es muss nicht, darf nicht nur Kopfwissen sein, dass du mal auswendig runterspulen kannst, wenn es abgerufen wird, sondern es muss tiefer rutschen, es muss ein lebendiger Bestandteil deines Lebens werden, dein Herz erfüllen. Und dann prägt sie euren Kindern ein. Spannendes Thema, darum geht es heute. Was ist das eigentlich, einprägen? Wie können wir wirklich prägen, sodass es Veränderung hervorbringt, dass es hängen bleibt, dass es tief geht? Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause seid oder unterwegs. Und unterwegs ist überall da draußen, wo wir uns bewegen, als Christen, als gläubige Menschen, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Das ist die Herausforderung, einen prägenden Einfluss haben, dass die Liebe zu Gott um sich greift, dass sie immer mehr und wichtiger wird. Und wenn wir überlegen, hey, wie gut kriegen wir das hin, dann muss man sagen, das ist manchmal nicht so einfach. Mir ist da eine Umfrage eingefallen, die habe ich vor ein paar Jahren schon mal gelesen. Da sind Jugendliche in christlichen Gemeinden gefragt worden, wie ist es eigentlich so, wie habt ihr das erlebt? Und
da warst du nur 48% der Jugendlichen, also es sind alles, wenn wir jetzt hier mal durchfragen würden, ne, da so, nur 48% haben gesagt, sie sehen ihre Mutter als wirklich geistlich an. Das heißt, das bedeutet, ich nehme ja ab, dass Gott wirklich das Wichtigste ist für sie. Sie ist ein wirklich geistlicher Mensch, der ganz von Jesus geprägt ist. Bei den Männern, bei den Vätern ist es noch viel, viel katastrophaler. Nicht mal die Hälfte. 23% nur der Jugendlichen haben gesagt, mein Vater ist eine geistliche Persönlichkeit. Und 28% haben gesagt, mit meiner Mutter habe ich überhaupt mal über den Glauben geredet. Beim Vater waren, bei den Vätern waren es nur noch 13%. Und da merken wir, hey, das klafft ganz schön. Auf der einen Seite dieses biblische Gebot, diese Herausforderung, prägt eure Kinder in diesem, Gott ist das Wichtigste, und auf der anderen Seite dieses Erleben, hey, bei meinen Eltern ist das nicht ganz so einfach abzurufen. Und das ist was, was wir wirklich ernst nehmen sollen. Da merken wir, wir haben schwierige Tendenzen. Die eine schwierige Tendenz ist die, dass wir versuchen, so christliche Erziehung an die Gemeinde zu delegieren. Wir gehen ja in eine Gemeinde, da werden die schon irgendwie was abkriegen. Irgendwie wird schon was abfärben, wenn wir da Woche für Woche oder ein paar, jedenfalls öfter mal hingehen und so. Und die andere schwierige Tendenz ist die, dass wir Männer denken, es ist Frauensache. Wir delegieren das mal an Mama. Die soll die Kinder christlich prägen oder so. Aber es ist nicht sehr, sehr schwierig. In der Bibel ist sehr deutlich, im Alten Testament, hey, ist unser aller Aufgabe, und christliche Erziehung ist ganz stark auch Männersache. Verantwortung der Väter, was sie da weitergeben. Große Herausforderungen. Und das ist also das Thema, wie kriegen wir einen positiven Einfluss, eine positive Prägung hin in unsere Familie. Und nebenbei, oder man muss natürlich sagen, es geht nicht nur um christliche Werte. Es geht nicht nur, wie wichtig ist Gott im Leben meiner Kinder. Es geht für alle anderen Sachen, gilt es auch. Alles, was wir ihnen an Positiven mitgeben wollen, an wichtigen Werten, da ist die Frage, wie prägen wir das? Und wenn wir es schon beim Wichtigsten in unserem Leben, beim christlichen Glauben nicht hinkriegen, dann ist die Frage, wie wir uns bei den anderen Sachen eigentlich auf den Weg bringen. Okay, ich habe ein paar Folien gemacht, so ein paar Bildchen gemacht und so, um euch das nochmal so grundsätzlich klar zu machen. Wie entsteht eigentlich ein positiver Einfluss? Das ist eigentlich in allen Lebensbereichen gleich. Heute schauen wir es besonders für das Thema Familie an. Und es beginnt als Fundament unten, als Grundlage mit den Werten, die wir haben. Werte, wovon wir überzeugt sind, was unsere Grundüberzeugungen sind, das ist das total Wichtige. Und zwar geht es hier nicht um die Werte, von denen wir sprechen, sondern es geht um die Werte, die wir leben. Es geht nicht um das, was wir nach außen hin vertreten und vielleicht einfach denken, das wird jetzt von uns erwartet, sondern es geht darum, das, was wirklich unser Herz erfüllt. Nicht die Werte, die du verkaufst, sondern die Werte, die du verkörperst. Und Kinder merken es. Alle Menschen, die enger mit uns zu tun kriegen, die merken das. Ist das jetzt einfach nur so aufgesetzt? Ist das jetzt gerade mal wieder die christliche Fassade, die da präsentiert wird? Oder sitzt es wirklich tief? Und nur das, was aus unserem Herzen kommt und was wirklich stimmig ist mit unserer ganzen Person, nur das kommt an, nur das prägt. Und das ist die Frage, was sind eure Werte? Was wollt ihr weitergeben? Was sind eure Grundüberzeugungen? Womit wollt ihr Leben gestalten und andere prägen? Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht für ein paar coole Werte, die man so hernehmen könnte. Also wer nicht ganz neu ist hier in der Gemeinde, der weiß, das sind unsere Gemeindewerte. Wir haben die formuliert gemeinsam. Wir wollen das umsetzen. Aber jetzt mal ehrlich, wenn man genau hinschaut, muss man sagen, das sind nicht nur coole Werte für eine Gemeinde, die können wir genauso auch für unser eigenes Leben übernehmen. Ich habe darüber nachgedacht, hey, das spiegelt ganz, ganz viel von dem wider, was mir wichtig ist, was ich umsetzen möchte, wofür ich stehe. Wir machen Gott groß. Das ist ein wichtiges Ziel für mein Leben, dass Gott die erste Stelle einnimmt in meinem Leben, dass ich nach ihm frage, Herr, was willst du, was würdest du jetzt machen, was in dieser Herausforderung, wo ich drin stehe, was ist da dein Weg?
Was ist dein Wille? Wie kann ich das umsetzen? Wir lieben Menschen. Das ist ein ganz wichtiger Wert. Hey, andere Menschen sind wichtig. Wir investieren uns in Beziehungen. Wir fragen danach, wie es dem anderen geht. Was sind seine echten Nöte? Wie können wir ihm helfen, dass er echt Hilfe erfährt an den Stellen, wo er gerade in großen Schwierigkeiten steckt? Wie können wir ihm helfen, Gott zu finden und so? Wir sind positiv. Ein Wert, von dem ich total überzeugt bin. Wir wollen ermutigen, wir wollen Dankbarkeit pflegen, wir wollen das einfach verkörpern. Es gibt so viel Grund, wo wir einfach uns freuen können drüber, wo wir dankbar sein können, und es soll uns abspüren, soll man uns abspüren können. Mir soll man es abspüren können, das ist mir wichtig. Wir leben nicht für uns selbst. Ich glaube das wirklich, davon bin ich total überzeugt. Wenn ich nur für mich das Beste rausholen will im Leben, dann schramme ich am Eigentlichen des Lebens vorbei. Das hat Jesus auch sehr deutlich gesagt, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Nur wenn wir bereit sind, unser Leben für einen höheren Zweck einzusetzen, wenn wir sagen, hey, ich will Gott dienen mit meinem Leben, ich will meinen Mitmenschen dienen, nur dann werden wir echt Sinn und Erfüllung finden. Das ist unsere Berufung. Wir sind am Puls der Zeit. Wir wollen echt dran sein an dem, was die Menschen heute bewegt. Was heute ihre Fragen sind, was heute ihre Nöte sind, ihre Sorgen sind. Wir wollen nicht rüberkommen, ich will nicht rüberkommen als so ein ewig Gestricher, der, weil er halt irgendwie fromm ist, an überholten Dingen kleben bleibt und nicht weiß, was heute eigentlich Sache ist. Und wir geben unser Bestes. Ich will nicht nur mit halbem Herzen leben. Ich will nicht nur mit halbem Gas vorwärts gehen. Ich will nicht mit halber Leidenschaft leben, sondern ich will in allem, was ich tue, ganz drinstecken und wirklich voll reingehen. Das sind gute Werte. Ihr könnt für euch überlegen, was sind meine Werte. Es können ganz andere Dinge sein. Aber wenn ihr nicht wisst, wofür ihr steht, was eure tiefsten Überzeugungen sind, dann braucht ihr eigentlich gar nicht weitergehen. Denn das ist der Anfang für alles Weitere. Und zwar das, was wir nicht nur eigentlich nett fänden, wenn wir es hinkriegen würden, sondern das, was wir wirklich auch umsetzen und leben. Und wenn dieses Wertefundament klar ist, dann gehen wir auf die nächste Stufe. Und die nächste Stufe, das ist die Stufe der Kultur. Wir wollen Kultur prägen. Und zwar in allen Lebensbereichen. Das ist sehr, sehr wichtig, denn das ist das, was man uns abspürt, was du merkst. Wenn du irgendwo reinkommst, dann brauchst du meistens nur ein paar Sekunden oder ein paar Minuten, dann weißt du, hey, was für eine Kultur ist hier. Es ist egal, ob du eine Familie besuchst oder ob du in eine Firma reingehst und die ein bisschen kennenlernst oder ob du eine Gemeinde besuchst und merkst, hey, hier ist irgendwas komisch. Die Leute sind alle so misstrauisch, die sind irgendwie eingeschüchtert, wovor haben die Angst und so, das spüren wir, das ist Kultur. Oder du merkst, hey, hier ist ein Geist, eine Kultur da, da ist Hoffnung da, da ist Optimismus drin, da gibt es Leute, die arbeiten gern an der Stelle, da vertraut man sich gegenseitig. Die Kultur, die wir leben, die ist total von dem abhängig, was für ein Wertefundament drunter ist. Und wir prägen eine Kultur in vier Schritten. Das ist ganz einfach. Wirklich, also die Schwierigkeit ist immer, es umzusetzen, aber es zu verstehen ist relativ einfach. Der erste Schritt ist der, hey, du lebst sie. Das ist, gerade wenn es im Bereich Familie geht, das A und O. Ihr kennt alle diesen Spruch, es ist sinnlos, deine Kinder erziehen zu wollen, sie machen dir sowieso alles nach. In der Kindererziehung zählt nicht so sehr, was wir immer für Vorträge halten den Kindern. Es zählt das, was wir selber vorleben, was wir selber vormachen. Und wenn wir ihnen Werte mitgeben wollen für ihr Leben und da eine entsprechende Familienkultur prägen wollen, dann ist das Wichtigste, dass wir sie erstmal selber leben. Also ich mache ein Beispiel. Wenn du den Wert hast, ich gebe mein Bestes, dann ist ganz wichtig, dass dieser Wert für dein ganzes Leben gilt. Für alle Lebensbereiche, und dass du das nicht nur in der Arbeit machst. Wenn du aus der Arbeit heimkommst, abends um 6 und dann einfach tot auf dem Sofa fällst, Schatzi, ich brauche ein Bier, Kinder,
geht mal in euer Zimmer, ich will jetzt 2 Stunden nichts von euch sehen, ich brauche jetzt mal Ruhe und so, dann hast du nicht dein Bestes gegeben. Dann gibst du in manchen Bereichen vielleicht dein Bestes, aber für deine Familie ist es nicht gut. Für deine Kinder ist es das Falsche. Du musst, wenn du diesen Wert hast, ich gebe mein Bestes, es auch für die Familie umsetzen. Du musst auch einen Weg finden, für deinen Partner das Beste zu geben. Du musst auch, ja, wo du bist eigentlich, muss das lebendig sein. Und es gilt für viele, viele Dinge. Erst leben, dann manchmal ist es auch wichtig, dass wir es erklären, gerade wenn wir auch Kinder erziehen, ist wichtig, dass wir auch erklären können, warum wir manche Dinge so tun, wie wir sie tun, warum uns das wichtig ist. Und dann kommen noch 2 weitere Punkte, die sind auch entscheidend, nämlich verstärken und konfrontieren. Man kann das zusammenfassen unter dem Begriff Feedback. Das klingt heute ganz schick, modern, ne? Feedback. Feedback-Kultur ist sehr wichtig. Die hat 2 Seiten. Es gibt auch eine biblische Variante davon. Da heißt das Wort, das griechische Wort heißt Parakaleo oder Paraklesis. Das kann man übersetzen mit, je nach Zusammenhang, ermutigen oder ermahnen. Und das gehört ganz eng zusammen. Mal ist das eine dran, mal ist das andere dran. Wir müssen immer je nach Kontext gucken, wie reagieren wir jetzt auf das, was wir da vor uns haben. Und gerade in der Kindererziehung ist Verstärken was sehr, sehr wichtig ist. Gilt aber überall auch sonst, wo wir Kultur bauen. Wir verstärken das richtige Verhalten. Wir unterstreichen, wie wichtig das jetzt war, wie gut das jetzt war. Und da ist es wichtig, dass wir echt uns drauf innerlich programmieren. Hey, wir lauern drauf. Wir warten auf den richtigen Moment, bis wir jemanden dabei ertappen, dass er was richtig gemacht hat. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo du es verstärkst. Und du sagst, hey, das hat mir so gut gefallen. Ich fand es so prima, wie du es heute gemacht hast. Und bei Kindern, da gibt es vielleicht nicht immer so die Gelegenheit. Manchmal beobachtest du so, hey, das müsst ihr noch lernen. Aber dann kommt der Moment, wo du sagst, hey, das hast du richtig toll gemacht heute als dein Freund zu Besuch und ihr habt miteinander gespielt und du hast ihn mit deiner Autorennbahn spielen lassen, wo früher keiner ran durfte. Das ist das, was mir jetzt echt gefallen hat. Wir teilen auch Spielzeug und viele Dinge. Das ist ein wichtiger Wert. Den verstärkst du, wenn es mal eine Gelegenheit ergibt dafür. Und in anderen Fällen ist es halt wichtig, dass du auch sagst, hey, so wollen wir es nicht haben, so geht es nicht. Manchmal müssen wir auch erkennen, wenn wir bestimmte Kultur prägen wollen, dann müssen wir auch Verhalten ansprechen, was nicht dazu passt. Und sagen, so bitte nicht. Beides ist wichtig, aber das Gewicht auch in der Erziehung sollte immer mehr beim Verstärken liegen als beim Konfrontieren. Aber mit diesen 4 Schritten, vorleben, drüber reden, verstärken und konfrontieren, bauen wir Kultur. Auf der Grundlage der Werte, die wir haben. Die Werte werden auf diese Art und Weise zu so einem Fest eingeprägten Muster, was unser Miteinander prägt. Und wir wollen und können eine Familienkultur bauen auf Grundlage der richtigen Werte. Und wenn das geklappt hat, dann kommt noch die 3. Stufe und das ist die Stufe Einfluss. Dann gewinnen wir Einfluss. Und es geht eben nicht von alleine. Einfluss verdienen wir uns. Einfluss entsteht als Folge von einer ganzen Menge Sachen, die wir richtig gemacht haben. Wir wollen ja nicht einen negativen Einfluss haben. Negativer Einfluss wäre, hey, ich habe hier das Sagen. Ich sitze oben, ich sitze am längeren Hebel und du musst dich beugen. Ich zwinge dich dazu, dass du das so und so und so machst. Das ist nicht das, was wir erreichen. Wir wollen Menschen nicht unter Druck setzen. Wir wollen nicht mit Angst arbeiten, mit Einschüchterung und solchen Dingen. Wir wollen Herzen gewinnen. Und das ist positiver Einfluss. Wenn wir Herzen gewinnen wollen, dann geht es auf der Grundlage der Kultur, die wir geprägt haben. Und das ist eine Daueraufgabe, die uns da immer wieder gestellt wird. Aber es funktioniert und es wird um sich greifen. Und ich habe einmal ein paar Bereiche skizziert, wo dieser Einfluss sich dann auswirkt. Und das Erste, das ist mir sehr, sehr wichtig, dass das oben steht, das ist ich selbst. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt, aber die Person, die am schwersten zu erziehen ist, das bin ich selbst. Der Mensch, der am schwierigsten zu leiten ist, bin ich selbst. Die größte Herausforderung für
Charakterprägung und was und so weiter, das bin ich selbst. Ich selber muss ständig daran arbeiten, dass ich unter dem richtigen Einfluss stehe. Und das, man kann es so oder so nennen, aber letztlich geht es darum, dass wir uns selber erziehen. Und das funktioniert genauso wie bei anderen. Du prägst die richtigen Werte in deinem Leben, indem du sie dir immer wieder bewusst machst, indem du sie untermauerst, indem du sie aussprichst und damit prägst. Also zum Beispiel Dankbarkeit ist ein sehr, sehr wichtiger Wert, finde ich. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber die meisten Menschen kommen nicht von selbst dankbar auf die Welt. Das ist was, was wir eher so lernen. Und wenn wir dankbare Menschen sein wollen und auch das, meine Mutter zum Beispiel, wenn ich über sie sagen sollte, was sind so ihre herausragenden Eigenschaften, was vom Ersten, was mir einfallen würde, war, sie war immer dankbar. Sie hat immer was gefunden, wofür sie echt dankbar sein kann. Das hat sie verkörpert, das hat sie ausgestrahlt. Aber sie hat diese Haltung in sich auch gepflegt und genährt. Und dann musst du halt überlegen, hey, das ist nicht selbstverständlich, das hier, und ich will Danke sagen und ich sage es mir selber vor. Und je öfter wir es auch uns klar machen und aussprechen, desto tiefer sagt es, desto mehr prägt es unser Verhalten. Und genauso gewinnen wir dann Einfluss in anderen Lebensbereichen, in der Ehe, in der Familie wird sich das ausprägen, diese Kultur, die wir da geschaffen haben, in Schule und Uni und Arbeit. Wir wollen als Christen einen prägenden Einfluss haben, aber es geht nur, wenn wir es verkörpern und wenn wir diese Kultur mit uns tragen und sie bauen, wo wir hinkommen. Und wir wollen natürlich, dass es dann weitergeht, hinein in Nachbarschaft und Gesellschaft. Salz und Licht zu sein, ist unsere Berufung. Und es geht in dieser Art und Weise. Werte, die richtigen Werte als Fundament wählen, eine Kultur damit bauen und dann Einfluss gewinnen. Und es ist in der Familie genauso wie überall sonst. Was sind eure Familienwerte? Womit geht ihr so miteinander um? Was sind eure Grundüberzeugungen? Wie lebt es unter euch? Und zwar nicht so ab und zu mal ein bisschen, könnte man auch wieder dran denken oder so, sondern als Dauergeschichte. Und wie strahlt es aus? Wie gewinnt es Einfluss? Das sind die spannenden Fragen in diesem Zusammenhang. Ich habe euch noch was mitgebracht, denn das ist eine sehr, sehr spannende Frage, wenn es dann um Familie speziell geht. Es ist wichtig, dass wir da lernen, in alle Richtungen zu prägen. Also man kann nach oben, nach unten und seitlich prägen. Wenn ihr so viele so Führungskräftebücher lest, da geht es immer um 360 Grad, Leiterschaft und sowas. Und es ist nicht so, dass wir denken, hey, nur da, wo ich das Sagen habe, nur da, wo ich der Chef bin, da kann ich auch Einfluss nehmen. Wir können auch Einfluss nehmen gegenüber Leuten, die über uns sind in der Hierarchie. Du kannst, wenn du es gescheit anstellst, deinem Pastor was beibringen. Und ihn von was überzeugen, wovon er vielleicht zunächst mal nicht überzeugt ist. Oder dein Chef in der Arbeit. Oder eben deine Eltern oder so. Und genauso kannst du bei Geschwistern oder auch gegenüber deinen Kindern einen wichtigen Einfluss nehmen. Nur wie wir das machen, das ist eben sehr entscheidend. Da müssen wir ein paar Feinheiten beachten. Wenn es zum Beispiel darum geht, deinen Partner zu beeinflussen, das ist eine gefährliche Geschichte, will ich gleich sagen, es funktioniert nicht immer so einfach, dann muss uns klar sein, wir schaffen das nur mit ganz viel Liebe und Annahme. Je mehr Druck du reinbringst in die Beziehung, je mehr du dem anderen gegenüber verkörperst, hey, wenn du das nicht änderst, dann desto weniger wird es klappen. Wenn wir überhaupt Einfluss nehmen können in der Partnerschaft, dann nur, weil wir unsere Herzen nah beieinander haben, weil wir unsere tiefsten Gedanken und Gefühle teilen und weil wir ohne Druck einfach klar machen, das ist das, was ich mir wünsche für uns gemeinsam. Können wir in die Richtung vielleicht uns miteinander entwickeln und so. Bei deinen Geschwistern ist es auch oft so, dass wir da wenig erwarten, wenn so Familienhappenings sind. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei uns ist es auch oft so, du denkst, naja gut, es geht um tolles Essen. Und du
erfährst ein paar Neuigkeiten und das war's dann. Aber eigentlich geht es darum viel mehr. Eigentlich geht es darum, dass wir auf göttliche Momente warten. Aus einem ganz banalen Gespräch bei einer Geburtstagsfete von deinem Cousin oder irgendwas, da wird sächtig, kann plötzlich was ganz Tiefes, Lebensverändertes werden, wenn wir damit rechnen, wenn wir dafür offen sind, wenn wir sagen, hey, Gott hat das einen Grund, dass ich heute hier bin, vielleicht hat Gott heute was mit mir vor in dieser Familienkonstellation. Ich bin da auch nicht so, ich bin der Superheld, gebe ich ehrlich zu, aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig. Und ich, was für von dem, wofür ich am dankbarsten bin in meinem Leben, ist, dass ich, als ich schon noch Teenager war, wirklich dazu beitragen konnte, dass zwei von meinen Geschwistern Christen geworden sind. Es war meine Verantwortung. Vielleicht hätten sie sonst die Kurve nicht gekriegt, weil ich war am nächsten dran. Und ich war offen dafür, dass Gott mich in einer bestimmten Situation zu einem bestimmten Zeitpunkt gebrauchen konnte. Das ist so prägen auf der horizontalen Ebene, nach links und rechts. Dann kann man auch nach oben prägen. Es ist wirklich nicht leicht. Ich weiß nicht, wie eure Eltern so sind, wenn sie noch leben, wie die so geprägt sind. Und manchmal haben wir das Gefühl, da ist es ganz, ganz, ganz schwierig. Aber vielleicht geht es doch. Wir können auch nach oben prägen. Wir können auch nach oben leiten. Greg Cochel, da habe ich das gelesen, gehört vor einiger Zeit, das ist einer der Pastoren von den größten Gemeinden in den USA, der hat gesagt, das ist die Frage, die ihm am alleröftesten gestellt wird im Zusammenhang mit Leiterschaft. Wie kann ich nach oben leiten? Wie kann ich meinen Chef dazu kriegen, dass er was Bestimmtes kapiert und einsieht? Wie kann ich meinem Pastor klar machen, dass wir so als Gemeinde nicht weitermachen können? Oder eben auch, wie kann ich auf meine Eltern einen prägenden Einfluss haben. Und da ist wichtig, dass wir erkennen, es ist nicht so einfach. Und vor allem müssen wir zwei Regeln beachten. Das eine ist, es klappt nur, wenn du die Leute ehrst, die über dir sind. Du kannst, wenn du deine Eltern irgendwie prägen willst, kannst du es, wenn dann überhaupt nur schaffen, wenn du dieses biblische Gebot ernst nimmst, ehre deinen Vater und deine Mutter. Oder wenn du deinen Chef ehrst oder deinen Pastor ehrst. Und das andere ist, dass du mit ganz viel Demut und Respekt rangehst. Wenn du verkörperst, ich weiß sowieso alles besser und geh mal aus der Seite und lass mich machen oder so, dann hast du eigentlich schon verloren. Du kannst nur prägenden Einfluss nach oben nehmen, wenn du die Menschen ehrst, die über dir sind und wenn du auf eine ganz demütige, vorsichtige Art und Weise da rangehst. Aber dann kann was passieren. Ich glaube, ich habe mir schon gelegentlich was sagen lassen von euch, von tollen Leuten aus unserer Gemeinde. Und genauso können wir es in Familie erleben, in der Arbeit erleben oder wo auch immer. Und die vierte Richtung ist dann die, dass wir nach unten prägen. Unsere Kinder. Und ich glaube, ihr wisst alle, ist nicht ganz so easy. Es kommt nicht immer das gewünschte Ergebnis raus, auch wenn wir uns Mühe gegeben haben und so. Aber es ist auch vieles möglich. Das Wichtige ist, was ich schon gesagt habe, hey, wir müssen es vorleben, immer wieder vorleben. Wenn wir ein bestimmtes Verhalten erreichen wollen bei unseren Kindern, wenn wir ihnen bestimmte Werte mitgeben wollen, dann müssen wir sie selber leben. Wenn du sagst, Ehrlichkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Wert für uns in der Familie und du brichst ständig deine Versprechen, die du deinen Kindern gegeben hast, was du mit ihnen am Wochenende unternehmen wirst oder wie auch immer, dann ist es schwierig, dass sie diesen Wert der Ehrlichkeit wirklich verinnerlichen. Oder wenn du sagst, für uns ist ein ganz wichtiger Wert, dass wir uns gegenseitig vergeben und dass wir uns wieder aussöhnen, wenn was schiefgegangen ist, dann darfst du deinen Kindern gegenüber nicht das Gegenteil leben und sagen, hey, jetzt hast du eine schlechte Arbeit in Mathe geschrieben, 3 Wochen bin ich jetzt sauer auf dich oder so. Das geht natürlich nicht. Oder wenn es einen Fehler gemacht hat, nimmst du es halt sofort wieder in den Arm und verkörperst diese Vergebungsbereitschaft selber, sonst wird es nicht funktionieren. Oder wenn du sagst, ein wichtiger Wert für uns ist, dass wir partnerschaftlich miteinander umgehen, in der Ehe, in der Familie, dann wird es nur funktionieren, wenn du die Aufgaben, die es so gibt in Familie und Haushalt, wenn du sie einigermaßen fair verteilst und der Mann auch mal was macht.
Das sind die Art und Weise, wie es einfach wichtig ist, dass wir es vorleben. Und dann dürfen wir nicht immer denken, andere sind zuständig. Gerade wenn es auch um christliche Erziehung geht, nicht immer alles an die Gemeinde delegieren, nicht immer alles an die Mütter in der Familie delegieren, sondern selber Verantwortung übernehmen. Ich glaube, dass wir da im Doppelpack unheimlich viel Tolles erreichen können. Ich bin immer, letzten Sonntag war ich wieder bei Step by Step, ich war richtig stolz, das wieder so erzählen zu können, weil ich das wirklich glaube, unsere Gemeinde, was vom Erfolgreichsten, was wir machen in Richtung Prägung und Training, das passiert in unserer Kinder- und Jugendarbeit. Von klein auf werden Kinder bei uns in einer ganz tollen Art und Weise geprägt. Und wenn wir sie dann erleben, wenn sie Teenager werden und Jugendliche sind und so, dann sind wir echt immer stolz, was für prächtige junge Leute da draus geworden sind. Aber die Gemeinde allein macht es eben nicht. Ich habe letzte Woche kam eine E-Mail von Luisa Hartung, steht da mal kurz auf. Und sie hat geschrieben, ich möchte gern Mitglied werden, mich taufen lassen, aber bitte nicht da hinten im Garten, sondern an einem See, wo alle es sehen können. Ich will ein ganz großes öffentliches Bekenntnis ablegen und mich hat es total gefreut. Sowas erfüllt mein Herz zu sehen, wie diese jungen Leute, die bei uns geprägt worden sind, so lebendig im Glauben vorwärts gehen, aber es funktioniert eben nur, weil das Elternhaus auch eine ganz, ganz wichtige Prägung mitgegeben hat. Und weil die Eltern einfach da in einer tollen Partnerschaft mit der Gemeinde gearbeitet haben. Es ist so wichtig, dass wir nicht denken, die Gemeinde macht es schon, sondern dass wir selber diesen prägenden Einfluss einnehmen. Nochmal die Herausforderung, Gott lieben mit ganzem Herzen, mit aller Hingabe, mit aller Kraft. Und das ist das, was wir prägen wollen. Und wir können es machen. Ich weiß, in Familien geht vieles schief. Auch ich habe Fehler gemacht. Wir haben Fehler gemacht. Aber ich glaube, Familien sind auch sehr fehlertolerante Systeme. Es ist nicht schlimm, wenn mal was schief geht. Es ist auch, muss auch nicht das Ende sein, wenn Kinder sich anders entwickeln, als wir es gedacht und gebetet und gehofft haben. Gott ist noch lange nicht fertig mit ihnen und wir wollen die Hoffnung nie aufgeben. Wir wollen damit rechnen, dass da auch vieles wieder in Ordnung kommen kann, was im Augenblick vielleicht nicht so gut aussieht. Aber vor allem wollen wir unsere eigene Verantwortung erkennen und wahrnehmen und vorwärts gehen in diesem Bewusstsein. Wir können positiven Einfluss nehmen. Wir können prägen, wenn wir auf dem richtigen Fundament stehen, auf dem Fundament der richtigen Werte, wenn wir die richtige Kultur bauen, dann wird was Tolles bei rauskommen. Zentrale Idee für die Woche, die vor uns liegt, ist, die Werte, die du lebst, werden Spuren im Leben deiner Familie hinterlassen. Und es ist wirklich so. Und da gibt es ganz viel Schönes. Ich sehe da gerade so vor mir Ruben und Kira. Als ich nach Nürnberg kam, vor 35 Jahren, etwas von die ersten, so ziemlich die ersten Christen, die mich überzeugt haben, die ich kennengelernt habe, waren eure Großeltern. Marianne und Werner Schmidt. Viele von euch kennen die nicht, die sind nicht bei uns. Die haben ihre geistliche Heimat im CVM gehabt. Aber sie waren total überzeugend. Und als sie zum Beispiel ihre Bäckerei aufgegeben haben, aus Altersgründen, haben sie nicht überlegt, wie können wir jetzt die optimale Miete aus dem Laden rausholen, sondern sie haben es zur Verfügung gestellt für eine christliche Kaffee- und Drogenarbeit. Und im letzten Herbst hat Marianne, Großmutter von euch, eine niederschmetternde Diagnose bekommen vom Arzt. Aggressiver Blutkrebs. Und es war klar, es wird sehr schnell gehen. Und wie sie dann das gelebt hat, auf den Tod zuzugehen, wie sie sich verabschiedet hat. Die Beerdigung, ich war leider nicht dort, aber mir ist es erzählt worden von Leuten, die dort waren. Ich sage, hey, das glaubst du nicht. Es war so ein Zeichen von, wir können Gott vertrauen, wir können mit Gott durchs Leben gehen und er wird uns nicht enttäuschen. Und es hinterlässt Spuren im Leben unserer Kinder und Enkel, was wir gelebt haben selber, welche Werte wir verkörpert haben. Es ist ein Riesenprivileg, in so einer Familie groß zu werden und es ist ein Riesenprivileg, dass wir solche Familien bauen dürfen. Auch wenn es nicht immer tadellos flutscht, Gott möchte uns dazu ermächtigen.
es die Kraft dazu geben und die Liebe dazu geben, die dazu notwendig ist. Amen. Amen. Okay, wir stehen auf. Ich möchte kurz mit uns beten und dann werden wir Abendmahl miteinander feiern. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du Familie gewollt hast und geschaffen hast als eine Grundordnung für unser Leben, wie wir groß werden. Wir haben alle unsere Erfahrungen mit Familie gemacht. Manche waren total positiv, andere waren durchwachsen, manche waren vielleicht auch schwierig. Aber du möchtest, dass wir an Familie glauben, dass wir Familien im richtigen Sinn prägen, in deinem Sinn prägen, dass wir mit den richtigen Werten Familie bauen, dass wir die richtige Kultur bauen, auch in unserer Familie. Und auch da, wo wir an unsere Grenzen kommen und manches nicht so richtig gebacken kriegen, da bist du bei uns und du willst uns helfen, den Mut nicht sinken zu lassen. Du willst uns helfen, die Dinge wieder zurechtzukriegen. Du bekommst rein in diese Situation mit deiner Liebe, mit deiner Vergebung. Danke, dass wir das erleben dürfen. Hilf uns, in deinem Namen vorwärts zu gehen und zu leben in den richtigen Zusammenhängen, in den Familien, egal ob wir Kinder sind oder Kinder haben oder gerade eher darauf warten, du bist bei uns. Danke. Amen.